Alex und der Sasso. Und wir machen heute ein Unboxing! Und vielleicht auch Let's Eat, weil ich glaube, das sollen japanische Süßigkeiten sein. Oh, wie geil, das wäre lustig. Haben wir jetzt mal in der Presse gesehen? Du darfst aufmachen. Das Zollamt hat bestätigt, das darf nach Deutschland rein. Und hier steht auch 1000 Yen hat es in Japan gekostet. Wie viel sind 1000 Yen in Euros? In Euro. Oh Gott, das ist voll gefährlich. Das ist wie No Risk, No Fun hier auf diesem Kanal, ich sag's dir gerade. Oh, das ist großartig! Ist das Merry Christmas! Schade, ein bisschen zu spät aufgemacht, glaube ich. Aber später. Ich denke auch, auf jeden Fall ist es noch bis 2018 haltbar. Ja, das ist schon mal gut. Und hinten steht auch drauf. Kann man auch draufschreiben, from. Also du kannst direkt das so, in Japan wird das wahrscheinlich so verschickt, dass du sagst, hier, dir, hier eintragen von Geschenk. Ich hab sowas letztens gesehen, das ist immer bei in Japan. Wir hätten das vorher üben können. Was ist das so? Boah, geil. Boah. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Schoko. Krümel. Die sieht echt verdammt eklig aus. Das sieht aus wie so Hundefutter. Krass. Das ist echt nicht schlecht. Das schmeckt wie diese Puffreis. Ja, ja. Ey, warum ist denn Japan alles so klein? Was ist das? Ein Bonbon. Eins. Danke für diese 15-Euro-Paket. Das ist wirklich gut. Wer will das jetzt probieren oder geben wir das rum? Du darfst. Oh Gott. Jetzt sehen wir hier sogar noch. Ist es hart? Ist es zum Lutschen? Ist es zum Kauen? Dann sagst du uns jetzt. Wollen wir bald auch kauen? Nein, nicht kaputt machen. Du musst eigentlich warten. Das ist bestimmt. Mir ist auch dein Gang gefallen. Oh, du wolltest doch noch weitergeben. Nein. 50 Likes, mach ihn! Der schmeckt nach Orange. Wie diese ganz normalen Orange-Bonbons. Traubenzucker. Orangen-Traubenzucker. Ah, okay. So sah es auch aus. Ja. So sah es aus. Das ist ja geil. Biscuit. Wow! Okay. Warum, noch eine Frage, warum steht bei den Japanern eigentlich was auf Englisch drauf? I don't know. Grüße Masso. Die sind echt gut. Shuriyoken. Was? Itadakimasu! Hyundai! Mein Gott! Wir sind noch viel besser als wir Europäer, Mann. Wir machen es noch kleiner. Das ist so eine Riesenpackung für so ein Stück. Eins. Ich breche die Lanze. Krass. Das sieht aus, als wäre der Käse. Käse, ja. What, ist das ein Pfannkuchen? Vielleicht ist auch Käse drin. Ich traue den alles zu. Nein, es ist kein Käse. Keine Käse, Mann. Kein Käse. Vanille. Das ist geil. Voll klein, aber gut. Ja, für den kleinen Hunger. Ich hab's getestet, ich hab's auch in Japan geschafft zuzunehmen. Also, da glaube ich an etwas Dreifache. Okay, Leute. Was ist das? Ein Keks? Ein Cookie? Ein noch viel kleinerer Keks. Die Verpackung ist nur so wieder so riesig, da wird die so einen kleinen Keks reinhauen. Hey, das ist ja voll Riesenteil. Hallo? Boah, das ist ja geil, das ist ja ein Sternzeichen drauf. Du musst das Sternzeichen Das ist ja ein Sternzeichen-Cookie. Welches Sternzeichen ist das? Das ist Gemini. Also Zwilling müsste es sein, glaube ich. Und was steht da noch drauf? Schau mal, da steht... Gemini vom 21.05. bis zum 21.06. Ich glaube, das ist natürlich... Vom 5.21. Das haben wir auch Ich krieg das große... Da ist irgendwie Erdbeer drin.
Erdbeer ist das, ja. Danke, dass du gesagt hast, ich war voll verwirrt. Ich habe auch überlegt, der Erdbeergeschmack bei diesem Sandwich-Eis. Ja, stimmt. Oh, das ist geil. Entschuldigung, dieses Sandwich-Eis. Ich bin gerade voll fasziniert. Mary Alcohol! Es ist eine Schokorolle. Oh Gott, du musst mal beißen. Warum schmeckt das langweilig? Da hat ja einfach nichts drin. Wie sieht denn so aus von innen? Es ist eine Menge nichts drin auf jeden Fall. Es schmeckt fast wie das erste. Oh, nee, ja. Das erste ist besser. Können wir die nochmal essen? Ja. Wie die Nippons schmecken die? Ja. Okay, warte, warte. Mein! Hat ja bloß mein Zahn berührt. Dieser Boden wurde seit 2 Jahren nicht gereinigt. Mann! Ich muss definitiv mehr Gewalt verwenden. That's what she said! Wer muss hier hin? Den hast du weggeguckt. Haha, meine! Oh, und er schlägt. Auf was für ein Drachen rein, ey. Oh, das war's schon. Ja. Dafür, dass du hier mitgemacht hast, kriegst du einen Trecker und wo auch. Und dann würde ich sagen, schaut auf ihre Kanäle. Die Verlinkungen seht ihr jetzt hier, da irgendwo. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Was machst du auf deinem Kanal? Ich mach Vlogs und Musik. Und alles, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht. Wir sehen uns auch bei Frankenmax und ich war bei einem Video, bei den Halloween-Special bei ihr. Genau. Das war richtig geil. Ja, das war richtig geil. Und was machst du? Also Vlogs, auch Vlogs aus Nürnberg und zeig coole Sachen, die es in Nürnberg gibt und Umgebung und stell coole Leute vor, Künstler und geile Projekte, die man besuchen sollte. Ja, ja, echt, ey. Da habe ich schon Sachen gesehen, da habe ich niemals gedacht, dass es die gibt. Ich sag mal, Cookie. Und ich häkle am liebsten die ganze Zeit. Nackt. Nackt, auch. Ja, das ist nicht mal gelogen. Also wenn ihr ihn mal halbnackt sehen wollt, er ist auch in meinem Halloween-Video drin. Oh ja, das war auch voll geil. Sah aus wie der Typ von System of a Down. Ja, der sah aus wie Jesus. Sah ein bisschen zick. Ja, sehr unklar. Vielen Dank, dass ihr da wart.